den freundlichen Arm bringen? Wenn ihr ihn zu Gelenas Spiegelschatten im Tempel der Weisheit bringen würdet, würde sie ihm helfen. Könnt ihr das bitte tun? Ja, rechtschaffen gut ist eine böse Kombination. Gut heißt, wir helfen gerne Menschen. Rechtschaffen heißt, wir halten uns an Gesetze. Und das ist ein Verbrecher. Aber ja, gut überschreibt immer rechtschaffend bei mir. Das heißt, wir helfen ihm und danach kann er ja immer noch verhaftet werden. Okay, okay. Wir bringen Samuel zum Tempel der Weisheit beim freundlichen Arm. Danke, tausendmal danke. Seid vorsichtig, wenn ihr ihn aufhebt. Bringt ihn bitte sofort in den Tempel. Ich weiß nicht, wie lange er noch zu leben hat. Ja, Inventar voll. Minsk, hebt den da mal hoch. Ja, Fliegengewicht. Das ist die Leiche von Samuel. Okay. Oh, er ist doch nicht so leicht. Wo haben wir noch Platz? Nirgendwo. Doch, da. Ein Ankeck-Panzer haben wir auch die ganze Zeit mit uns rumgeschleppt. Wir sind durch den Dungeon mit dem Ankeck-Panzer gestrapselt. Das geht doch gar nicht an. Und jetzt haben wir gar keinen Platz mehr dafür. Naja, 500 Goldmünzen ist der Wert. Das können wir verkraften. Da tun wir lieber eine gute Tat. So, jetzt kurz Eile. Hätte ich vorher auch casten können. Wo es mir jetzt gerade so auffällt. Aber naja, ab zur Karte. Dann gehen wir zum freundlichen Arm. Geben die Leiche da ab. Hoffen mal das Beste. Und dann geht's shoppen. Fehlt da nicht jemand? Warum bist du nicht selber gehastet? Das ist jetzt komisch, du standst direkt daneben. Vielleicht wegen ihrem Umhang? Oh, super. Man kann an der östlichen Seite die Karte nicht verlassen. Also dahin. Du probierst mal die Schriftrolle auf dich aus. Na also. Ja, diese Schriftrollen von Eile können wir uns auf jeden Fall auch noch ein paar kaufen. Also, ich will jetzt schön Geld verprassen, um Sachen zu kaufen, die wir auch wirklich brauchen. Das heißt, ich sortiere noch die Tränke aus. Das heißt, jeder Krieger bekommt dann einmal Heiltränke, einmal Gift entfernen und einmal entweder magischen Schutz oder irgendwas anderes, was ihn bufft in irgendeiner Form. Dann kriegt Jahira noch mindestens 2 von den Flammenstrahlstäben. Die waren ja auch ganz schick. Haben wir nicht besonders lang gehalten. Genau. Genau, Düna hier bekommt dann Feuerballstäbe, hat sie ja noch genug, weil wir sie kaum benutzen. Monsterstäbe hat sie auch noch. Düna hier braucht eigentlich keine Stäbe. Was sie gebrauchen könnte, sind halt Schriftrollen, dass sie... genau, 20 Schriftrollen magisches Geschoss zum Beispiel. Wenn die magischen Geschosse aus den Schriftrollen ja genauso viele sind, wie die, die sie casten würde. Und nicht nur einer, das wäre lächerlich. Ja, sowas halt. Sprüche auf Vorrat, damit wir auch in jedem Kampf immer was da haben, um Schaden zu machen. So, wir wollen aber hoch dahin. Boah. Sowas könnte man noch gebrauchen. Genau, Düna hier und Jahira brauchen ganz viele Steine. Also erstmal so 300 normale Steine mindestens und dann noch die magischen Steine. Also plus 1 und plus 2. Die plus 1 werden wir primär benutzen. Die normalen, wenn wir ganz viele billige Gegner haben. Und die plus 2, wenn wir in so Gegenden sind wie Dolax Tower oder andere High-End-Gebiete, wenn man so sagen will. Das gleiche gilt dann auch für Imoin. Sie braucht auch ganz normale Pfeile. Noch jede Menge plus 1 Pfeile. Die Bolzen weiß ich noch nicht. Also theoretisch könnten wir unsere hier auch mit Armbrüsten ausrüsten, unsere Zweihandkämpfer. Und dann noch eine Armbrust dazu. Aber da bin ich mir nicht so sicher. So oder so können wir auch unsere ganzen Bolzen dann erstmal auf die drei Charaktere verteilen, damit die auch nicht mehr im Weg liegen. Und so optimieren wir unsere Gruppe ein bisschen, dass das Ganze so ein bisschen professioneller rüberkommt. Und wir auch nicht ganz so häufig sterben, nicht so oft in die Stadt laufen müssen.
Und gucken wir mal. Es sieht aus, als hättet ihr jemanden bei euch, der schwer verwundet ist. Kann ich etwas für ihn tun? Dieser Mann heißt Samuel. Mir wurde angewiesen, ihn zu euch zu bringen. Große Güte, es ist Samuel. Das haben wir doch gerade gesagt. Sein Zustand ist sehr schlecht. Ich bin froh, dass ihr ihn zu mir gebracht habt. So ein guter junger Mann. Warum hat er sich bloß von Lena überreden lassen, aus der Faust zu desertieren? Oh, ein Deserteur der flammenden Faust, das ist übel. Aber was soll's. Da kann man nichts mehr dran ändern, ganz im Gegensatz zu seiner Gesundheit. Hier, nehmt das als Dank für euren Dienst ein paar Tränke. Achso, nehmt als Dank für euren Dienst ein paar Tränke mit auf dem Weg. Gegenstand auf den Boden geschmissen. Das sollte jetzt nicht respektlos sein. Wir hatten nur keinen Platz mehr. Und jetzt fangen wir auch noch an zu gehen im Tempel. Nee. Raus hier. So, schlafen können wir hier nicht. Aber wir können im freundlichen Arm schlafen. Der alten Zeiten wegen. Können Jahira, Khalid, Immun und Girugan ein paar Geschichten austauschen. Na komm, gut. So, jetzt aber. Stimmt, das müsste eigentlich auch noch auf meiner Liste stehen. Den freundlichen Arm ausrauben mit Imrin. Aber ich glaube, das können wir uns inzwischen verkneifen. So, was habt ihr zu verkaufen? Na gut, verkaufen können wir ja schon mal bei ihm. Also das kann weg. Schriftrollen behalten wir mal. Trank der Macht behalten wir. Personen festhalten brauchen wir nicht. Das kann auch alles weg. Was ist das für ein Brief? Das ist das Rätsel. Das kann auch weg. Das Schutzamulett brauchen wir für den jungen Baldurs Tor. Der ist auch auf der Liste. Das kann weg. Die Flasche Wein. Ah, die Flasche Wein war die, die wir brauchten, um in das zweite Untergeschoss zu gehen. Und das haben wir auf der Leiche von der Liebe dann wiedergefunden. Also die kann auch weg. Granat. Obwohl, kann die weg? Das ist kein Stein, den man braucht, um in ein anderes Gebiet zu kommen. Ja, den kann der weg. So, den Riemen behalten wir. Die Halskette ist echt praktisch mit dem Preis. Das kann auch weg. Die Schlüsselsteine behalten wir auf jeden Fall. Die Vorpfeile können weg. Das kann alles weg. Davon hatten wir auch mehr als genug. Die Frostriesentränke behalten wir. Heldentränke auch. Heilungstrank. Macht 10 Trefferpunkte. Wie viel macht der normale? Der normale macht 9. Ja, nee. Dann verkaufen wir die, weil von denen gibt es nicht ganz so viele. Und ich will nicht zwei Tränke haben, die genau dasselbe machen. Das ist ein Slot, der verschwendet ist. So, weg damit. Den Helm. Den können wir auch wegschmeißen. Falls wir jetzt den Helm für irgendeine Quest abgeben müssen, den Kale trägt, dann holen wir uns einfach einen neuen. So, die Stäbe behalten wir. Gegengift behalten wir. Monster herbeirufen können wir uns sparen, denn wir haben dafür die Stäbe. Zweihändiges Schwert plus 1 kann auch weg. Kann's weg? Warte, muss ich gleich mal gucken. Das kann weg. Das Kurzschwert plus 1 kann weg. Schutzformel gegen Feuer. Stein zu Fleisch behalten wir. Stab der Frucht behalten wir. Abwehrtrank. Rüstungsklasse auf 0. Die probieren wir gleich mal aus. Die behalten wir. Die behalten wir auch. So. Der kann weg. Der macht nur eine magische Kugel. Der kann sie lieber mit einem Feuerpfeil oder Säurepfeile schießen. Der unterbricht genauso. Und ist schneller. Also der kann weg. Der kann auch weg. Unsichtbarkeit benutzen wir auch nicht. Herrschaft können wir auch nicht lernen mit ihr. Der kann auch weg. So, schon sind wir eben bei 40.000 Goldmünzen. Das ist doch stattlich. Er hatte, glaube ich, nichts wirklich Interessantes. Doch. Hey, das mache ich mal kurz in Zeitraffer. Also ganz, ganz viele Pfeile für Immun kaufen, ganz, ganz viele Kugeln für Jahira und Düne hier kaufen. Also bis gleich.
So, das war doch interessant, oder? So, Dünger hier. Da. Ganz viele Steinchen. Ganz viele Steinchen für dich. Und ganz viele normale Pfeile, die packen wir mal dahin. So, die Bolzen. Kriegt. Oh. Der Pfeil gehört eigentlich zu Immerhin hin, zu ihrer Pfeilsammlung. Das sind beißende Bolzen, die gehören dahin. So, er hat die Armbrusten, dann sollte er auch die Bolzen haben. So, die Schlüsselsteine behält er auch erstmal. Der blöde Bo benutzt immer noch, er verbraucht immer noch den einen Quickslot. Gegengift. Du hast kein Gegengift. Du hast 5 Stück. So, jetzt hast du hier Heldentränke. Obwohl der nicht so viel bringt. Magiewiderstand ist schon wesentlich praktischer, aber davon haben wir nicht so viele. Und der ist eigentlich nur ein Notfallgroschen. So, genau. Der Gongschlägel kann weg. Den brauchen wir nicht mehr. Die Pantalons brauchen wir auf jeden Fall. Der Schlüssel war für die Kommode in Dullaks Turm oben, wo wir den Schalter her haben. Der kann auch weg. Der ist für eine Quest. Der Schlüsselstein kann auch zu Minsk. So, genau das Zweihandschwert. Er hat sein Einhandschwert und ist glücklich damit, weil das ist plus 2. Er hat den Spinnenfluch, der ist super. Und du hast hier ein zweihändiges Schwert plus 1. Gut, das heißt, das kann weg. Das brauchen wir nicht. Das packen wir mal damit rein. Obwohl. Wir wollten ja unsere Helden alle einigermaßen gleichmäßig ausrüsten. Jetzt hat jeder 2 von denen. Und Heiltränke. Okay, außer Kale, der bekommt gleich noch welche. Das Brandöl packen wir dann mal bei Immun mit hin. Brandöl. Unsichtbarkeit sollte sie haben für den Notfall, um abhauen zu können. Gift zum Entgiften ist auch ziemlich wichtig. Ja, wer könnte noch das Brandöl nehmen? Sie hat keinen Platz, auf keinen Fall. Ja, Shahira. Die kann sich im Notfall selbst entgiften. So. Blöder Hamster. Quiek, 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 quiek. Na gut, dann hat er eben keine. Was haben wir hier? Genau, der Abwehrtrank wird auf 0 gesetzt. Dann trinkt Gerugon den mal kurz. Er hat jetzt minus 4. Minus 5. Bringt also fast gar nichts. Kann verkauft werden. Du bist Trank des Schildes. 50% Widerstand gegen alle Arten magischen, nicht körperlichen Schadens. Ist doch das gleiche wie der da, oder? Wirkungsdauer 3 Runden. 10 Phasen. Ja, macht das gleiche. Nur hält unterschiedlich lange an. Ist das kompletter Schutz gegen Blitze? Bietet vollständigen Schutz vor elektrischen Angriffen. Ja, Blitzpingpong. Der ist praktisch, der Spruch. Achso, schlafen wollten wir eigentlich auch noch. Was habt ihr zu verkaufen? Einmal königlich schlafen, bitte. Das haben wir uns sowas von verdient. So. Jetzt machst du mal schnell in Eile, damit wir hier schnell wegkommen. Und ja, so dekadent sind wir. Raus hier. Und auf nach Nashkel. Zum einen, um die Wolfspelze loszuwerden und zum anderen, um zu gucken, was er noch so da im Angebot hat. Ich denke mal nicht, dass so die großen magischen Sachen dabei sind, aber wir können halt bessere Pfeile, bessere Steine und vielleicht den einen oder anderen Spruch noch kaufen. Danach ist dann mein nächstes Ziel die hohe Hecke. Und wenn wir das alles durchhaben, dann dürften wir relativ gut ausgerüstet sein. Oder alternativ zur hohen Hecke gehen wir einfach nach Südosten in die Kuppel da. Da ist ja dieser riesige Magierladen. Ja, ich glaube, das ist die bessere Alternative. Aber erstmal Nashkel. Gutes altes Nashkel. Das ist jetzt ja auch schon
fast 100 Folgen her, seitdem wir das erste Mal hier angetanzt sind und Minz geholt haben. Ja, ja, gute alte Zeiten ohne Durlax-Türme. So, schlafen wollen wir nicht, wir wollen zu unserem Lieblingshändler. Ja, ich hab dich auch vermisst, ewig stinkender Schwachkopf oder was auch immer du immer sagst. So, Händler. Ja, ein Pelz. Ja, ein Pelz. Ja, noch ein Pelz. Können wir jetzt... Ja, danke. So, du hast nichts Tolles bisher. Absolut nichts Tolles bisher. Lauter Sachen, die wir dir verkauft haben, die auch nicht so toll sind. Oh. Ist hier irgendwo ein Kurzschwert bei? Wir vermissen immer noch ein Kurzschwert, das bei der hohen Hecke hätte irgendwo sein müssen, das wir aber wahrscheinlich verkauft haben. Ja, daran erinnere ich mich. So eine Sachen nagen an mir. Nee, kein Kurzschwert. Nur lauter Sachen, die wir immer noch nicht brauchen. Langschwert. Na gut, aber wenigstens sind wir die Pelze losgeworden. Was ja auch okay ist. So, raus, alle Mann. Raus. Ja, die Tür ist ein großes Hindernis, ich weiß. Aber ihr schafft das. Chaka. So. Da raus. Oh, wollen wir der alten Zeiten wegen Manuba suchen? Den hatten wir irgendwo bei dem Feld geparkt. Na, wo bist du?